Yeah, I'm looking good. I'm back, baby. Ja, willkommen zu einem neuen Let's Play mit Bones. Mein Gott, was ein geiles Spiel. Ich habe es ewig her, dass ich es gezockt habe, aber ich habe es schon einmal gezockt, kurz nachdem es rausgekommen war. Ich glaube eher so 2012 rum. Weiß nicht, damals glaube ich noch einmal zwischendurch gedaddelt oder so. Aber ich habe gedacht, das ist jetzt einfach mal Muss für ein LP. wenn ihr es noch nicht kennt, dann würde ich euch empfehlen, jeder, der also irgendwie, sagen wir mal, Probleme mit Macho-Gehabe hat, sollte jetzt besser ausschalten. Der Rest darf gerne weiter gucken. Gut, ja, ich habe mir lange überlegt, ob ich tatsächlich, wie sonst bei allen anderen Spielen auch, die deutsche Version daddeln soll. Weil eigentlich, also Duke kann man eigentlich nicht übersetzen. Er ist einfach der Amerikaner und gut ist, ne? Aber ja, ich habe jetzt schlussendlich entschieden, es doch mal zu probieren. Ich habe das auch schon mal auf Deutsch angedaddelt. Eigentlich so schlecht fand ich es jetzt nicht. Schaut es euch einfach an, schreibt mir in die Kommentare, was ihr von der Übersetzung haltet. Stimme finde ich gut, aber ich meine, die Sprüche sind natürlich, ja, wenn man die Originale kennt, sind sie eigentlich nicht schlecht übersetzt, aber ich sag mal, wenn man sie nicht kennt, dann wirken sie teilweise ein bisschen seltsam. So. Aber gut, schaut es euch selber an. Und dann würde ich sagen, lass uns mal einsteigen in eine neue Kampagne. Yes, please. Und wie immer habe ich nicht den Anspruch, es auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad zu spielen. Auch nicht unbedingt 100% mit jedem Secret, aber ein kleines bisschen Kinderspiel ist da vielleicht doch zu wenig, aber lass es rocken, ist doch genau das Richtige, oder? Also, dann lassen wir es mal rocken. Weniger Schaden, dann stirbst du auch nicht so oft. Ja, ist was dran. Diese Alien-Hurensöhne schießen mir nicht ungestraft mein Schiff an. Zeit für Arschtritt und Kaugummi. Und ich habe kein Kaugummi mehr.
Ja. Das dauert ja ewig. Genug geschifft. Wird Zeit, dass der Große wieder in die Action eingreift. Ja, aber beim Pissoir-Schiffen ist ja langweilig, oder? Ein echter Macho. Kommt man nicht rein. Ein echter Macho schifft doch eher. Aha. Ja, genau, ein bisschen Seife verteilen. So, nicht schlecht. Ne? Eine Wasserhähne anschalten. Noch ein bisschen Seife verteilen. Und? Ach, schade. Laufen nicht über. Gut, was haben wir hier? Ah, guck mal hier. Ja, genau. Was für ein kranker Hurensohn hebt denn feuchte Fäkalien auf? So geil. Hier geht's. Das will ich machen. Im Stehen pinkeln. So. Gut ist. Hier, da ist noch mehr Scheiße drin, oder was? Nimm. Besser den Scheiß in der Hand, als die Kacke auf dem Dach. Ich geht's. Ich muss mich duschen. Ich hab die Scheiße angefasst. Ist das ekelhaft. Das liegt immer noch um die Wurst. Guck dir das an. Igitt. Das ist ein Scheißspiel. Im wahrsten Sinne des Wortes. Gut. Okay, Phase 1. Alpha Team rückt durch die Mitte vor. Blake flankiert links. Philips und ich gehen außen rum. Das war Phase 2. Phase 3 ist, Profit? Okay, bereit? 1, 2, los! Profit, Phase 2, keine Ahnung. Was meinst du, Duke? Willst du was hinzufügen auf der Tafel? Hallo. Was ist das hier? Okay. Ja, ist ja gut. Wenn man auf ihn drauf tritt, spritzt es noch ein bisschen aus dem Bein raus, so. Ah, da ist sein Bein. Okay. Ja. Aha, Detonators. Ja. Ah, sind wir doch gleich hier mit allem konfrontiert, was Duke ausmacht, ne? Gore und Sex. Wie war das? Babes, Bullets, Bombs. Damn, I love this job. So, pass mal auf, ich zeig dir mal, wie man das macht. Oder du machst das hier mal völlig falsch, ja? Das geht mal gar nicht. So. Oh, pass mal auf. Also so schon mal gar nicht, ja? Oh. Hey, riech mal an dem roten Marker. Der riecht nach Kirschen. Nach Kirschen? Hey, ist mir das egal. So. Grün. Also, pass mal auf. Boah, Wahnsinn. Guter Plan, Duke. Duke. Ja, Duke. Das bin ich. Das ist genial! Duke geht auf ihn und dann ist er Geschichte. Ah? So sieht das aus. Hey, riech mal an dem roten Marker. Der riecht nach Kirschen. Oh Mann, das ist ja... Ich meine, ich verstehe davon nicht viel, aber wenn ich was davon verstehen würde, dann hätte der Typ da drüben bestimmt noch seinen Arm. Und mindestens eins seiner Eier. Ja, wahrscheinlich schon, ne? Okay, lass uns ein bisschen Action machen. Mann, open up your minx. So geil. Ach ja. Oh, da vorne geht die Action. Was endet dann die Festung? Okay, jetzt bin ich sauer. Hey Kumpel, was soll das werden? Wenn ich immer allein getreten.
Alles klar? Nein? Also. Okay, die werden erledigt. Der Devastator gehört dir, Duke. Tut er das? Oh, das war nicht zu nah eigentlich hin. Alles zu, ja. Devastator! Jetzt heißt es du oder ich, du einäugiger Freak. Aha! Erstmal ein bisschen ausweichen. Oh, ey, leck mir am Arsch! Arsch! Einem Duke! Greift zwar nicht einfach ungeschadet, aber. Ah, ich hab keine Munition mehr! Kommen, Delta Kappa Echo! Kommen, Delta Kappa Echo! Bestätigen! Hier ist Yankee 1-9! Munitionsnachschub ist unterwegs! Munitionabgeworfen! Rauchspuren markieren Landeort! Aha, gib mir Munition! Na 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 na. Na 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 na. Aha, guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag. Komm her, du Sau. Ah, schon wieder leer. Munition abgeworfen. Oh. Markieren Landeort. Aha. Aha. So, komm her, du Freund. Ja, reiß es raus, reiß es raus, reiß es raus, reiß es raus! Ja. Komm, 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 komm! Ja, ah, das Auge! Oh, die Eye of the Beholder! Na, pass mal auf! Field Goal schießen! Oh ja, bitte, 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 bitte! Und Achtung, und 1, 2, 3, und... BAM! Goal! Field Goal! Mein Gott. Ach ja, wunderbar. Oh ja, genau da. Das hat Spaß gemacht. Was für dich auch schön, Baby. Und das Spiel, Duke, war das auch gut? Ja, aber das kann man nach scheiß 12 Jahren ja wohl auch erwarten. Tja, wenn dir wieder nach Spielen zumute ist, sag uns einfach Bescheid. Guck mal, Duke, da läuft unser Video. Deine Haare haben an dem Tag so toll ausgesehen. Deine Haare? Ach ja. Ja, super, oder? Und deine auch. Schalten Sie auch heute um Mitternacht ein und erleben Sie mein Interview mit dem einzigartigen Duke Nukem. Unter anderem spricht Duke über... Es gibt nach wie vor keine Aktivitäten seitens der Alienschiffe zu vermelden. In seiner Ansprache vom Donnerstag erklärte der Präsident, er sei trotz des jüngsten Alien-Auftauchens weiterhin verhalten optimistisch. Er appellierte an die Bürger, alles zu unterlassen, was als Feindseligkeit interpretiert werden könnte. Etwa das Abfeuern von Schusswaffen oder obszönes Gestikulieren in der Nähe der Schiffe. Mit dem plötzlichen Erscheinen der Raumschiffe ist bereits eine... Ich weiß nicht. Ich finde, das klingt trotzdem ziemlich gruselig. Ich sehe die Raumschiffe von hier aus. Ob das dieselben Aliens sind, die du vor 12 Jahren besiegst?
gekriegt hast? Natürlich, du Dummerchen. Was glaubst du, warum die wiedergekommen sind? Wegen Duke natürlich. Nachdenken. Aber du beschützt uns doch alle, falls der Präsident sich irrt. Nicht wahr, Duke? Du hast es doch immer noch drauf. Oh, Duke, pass auf dich auf da draußen. Wir sehen uns auf der Party nach der Show, okay? Wir sehen uns auf der Party. Ach, wunderbar, diese Klischees. Göttlich. Okay, Freunde. Ja. Nice. Nice. Gefällt mir. Schönes Ledersofa. Fette Glotze. Geiles Soundsystem. Direkt davor. Ein schöner Pool. Schöner Kamin. Eine Büste von mir selber. Und noch eine. Ach ja. Gold wert einfach. Was ist da oben? Eine Oxidations oder was? Ja, ist klar, ne? Aha. Verdammt, verdammt sehe ich gut aus. Ja, ne? Mhm. Hübsche Bilder an der Wand. Ja, auch nicht schlecht. Was haben wir hier? Dusche von allen Seiten. Das ist natürlich auch nicht... Sowas möchte ich auch haben, oder? Von allen Seiten angeduscht werden. So, Toilette, aha. Anregendes Bild auf der Toilette, auch nicht schlecht. Benutzen. Ah, ja. Stehen, pinkeln. Klar, gibt Ego. Ihr seht da oben links im Eck kurz eingeblendet gewesen Ego. Oh, das Wasser ist kalt und tief. Was war das denn jetzt für ein Spruch? Ja, eingeblendet Ego. Ego ist im Prinzip, also wir haben keine Lebenspunkte hier, sondern wir haben Ego, das sich wieder auf... das sich wieder auflädt. Und die maximale Anzahl von Ego-Punkten, die wir haben können, können wir also steigern durch solche Macho-Aktionen. Hallo, hier ist Francis von Berthas Blumenboutique. Es tut mir sehr leid, aber wir können die Blumen für die große Abschlussfeier leider nicht liefern. Diese Aliens haben hier für solch einen Aufruhr gesorgt, dass heute keiner meiner Fahrer zur Arbeit gekommen ist. Also, nochmals, Entschuldigung für die Umstände. Tja, dumm gelaufen. Ich glaube, wir brauchen noch keine Abschlussparty. So. Oh, eine schöne Bar. Whisky, 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 Whisky. Hm, so eine Bar möchte ich auch haben. Schöne Teppiche. Nice. Mädels. Jetzt geh schon, Duke. Wir müssen uns fertig machen, also echt. Mach dir um uns keine Sorgen, Duke. Geh runter zur Show. Ah, großes Alienschiff über der Stadt. Gefällt mir überhaupt nicht. Ich brauche eine Mundspülung. Hattest du doch gerade eine? Reicht das nicht? Ja. Gut, was haben wir denn hier? Schalter. Weg, weg, weg. Ich hab Angst im Dunkeln. Ja, ist ja halt gut. Mich fest. Nein, halt mich! Machen wir halt wieder Licht an. So, zufrieden, Mädels. Okay. Also, wie gesagt, ich habe nicht vor, es bis ins allerletzte zu 100% mit jedem Secret zu zocken.
Aber ich sag jetzt mal so, Ego-Punkte zusätzlich zu sammeln, schaden eigentlich nicht, ne? Was sind denn das wieder für Statuen? Geil. Aha. Hail to the King, Everest. Klar. Okay. Ah. König und Ass, klar. The King. Und natürlich irgendwelche Trophäen, sag klar. Astronaut, was steht da? Balls of Steel. Und natürlich der Box-Champion, ist klar. Was denn sonst? Der Hai. Den Hai wieder mit der Hand gefangen. Und wieder eine schöne Büste von mir selber. Ja, wunderbar. Aber irgendwie wirkt er doch ein bisschen klein, oder? Zwar sehr muskulös, aber doch irgendwie, weiß nicht. Eher klein. Naja. Klein und größenwahnsinnig, ja? So wie Napoleon. Hail to the Kim the Musical! Trinke Bier, um dich widerstandsfähiger gegen Schaden zu machen. Aha. Burning Down Duke Dome. The Ducats. If you haven't seen the Ducats, you haven't seen Vegas. Aha. Damn, it's late. Johnny Orlando, man. Diese Anspielungen. Das ist Duke. Unglaublich. Kreisch. Damn, do I look good. Ah, klar. Ein paar Löwen platt gemacht. Hey, super dich zu sehen, Duke. Aha. Hey, was liegt an? Aha. Aha, Man of the Millennium, Duke Nukem. Yeah. Talkshow, Restrooms. Okay. Aha. Was gibt's da? Cola. Bölk. Verstehe. Death Sticks. Death Sticks. Pure unfiltered. Kann ich selber behalten, den Scheiß. Den Rotz habe ich hinter mir. Für eine aktuelle Sondermeldung. Augenzeugen berichten, dass mehrere Aliens das Mutterschiff verlassen haben und sich anscheinend beim Duke Burger am Vegas Strip in der Schlange angestellt haben. Es gibt keine Anzeichen für Feindseligkeiten. Die Bürger sind aufgefordert, ruhig zu bleiben und Sicherheitsabstand zu wahren. Wir werden Sie über die weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden halten. Das war eine Sondermeldung von Duke Burger. Warum beschützt uns denn niemand? Wofür zahlen wir eigentlich Steuern? Hey, ich bin doch da. Hey, Mädel, bleib mal ich da. Ich bin dein größter Fan. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Also mal hier. Green Room. Hey, Duke, hast du den Bericht gesehen? Sind das die gleichen Typen, gegen die du damals gekämpft hast? Wieso komme ich da jetzt nicht vorbei? Na, egal. Es ist nicht 5 vor 12, es ist 10 nach 12. Die Uhr stimmt sogar. Wie geil ist denn das? Das ist tatsächlich die Systemuhr. Witzig.
Attack of the Bleached Blonde Biker Babes. Geil. Ach, typisch. 3 Tage nach meiner Hochzeit treffe ich Duke Nukem. Ja, und? Wo ist das Problem? Hallo, du siehst in echt noch viel besser aus. Nach der Show möchte ich ein Autogramm von dir. An einer ganz besonderen Stelle. Aber klar, Babe. Das rockt! Duke Nukem ist da! Ja, yeah. Und da guckst du gleich wieder weg. Und der da sieht irgendwie ziemlich platt aus, ha? Muss professionell bleiben. Professionell bleiben. Nicht hysterisch werden. Nicht hysterisch werden. Aber heiliger Bimbam, das ist Duke Nukem! Ich habe meine Tochter Dukette getauft. Ich habe ihr sogar einen kleinen Raketenwerfer zum Spielen gekauft. Ich hoffe, sie wird genau wie du, wenn sie groß ist. Bring doch mal wieder eine CD raus. Das ist so ein Geier. Ich glaube, deine Nerven sind irgendwie nicht aus Stahl. Öffnen. Schließen. Nehmen. Fallen lassen. Öffnen. Werfen. Nein. Warum ist denn jetzt hingeworfen? Ach! Ah. Was ist drin? Oh, einschalten. Nukem. Yo. Nukem. Was ist das? Popcorn, da steht Popcorn drauf. Ach, das knallt jetzt, das ist Mikrowellenpopcorn. Ach, wie geil ist denn das? Mikrowellenpopcorn. Jetzt explodiert es gleich, oder was? Nee, hab ich Ego gekriegt für. Objekt Essen. Was hat's da? Popcorn. Popcorn? Popcorn, ne, Suppe. Cornflakes. Suppe. Popcorn. Suppe und Cornflakes. Oh, was haben wir denn da? Nee. Quetschen. Okay. Eine Ratte weniger. Ja. Herrliches Spiel. Hot Chihuahuas. Hot Dogs. Hot Chihuahuas. Okay, gut, komm, gehen wir weiter. Ach, guck mal, was trinkt man noch was, oder? Nach der Fehler eine Esserei. So, gut ist. Okay, Make-up rum? Ah, geht nicht rein. Ja, okay, also ich glaube, dann gehen wir jetzt mal on stage, ja? Ja, wo ist sie denn? Exit. Ah, da bin ich hergekommen. Ich hoffe, du hast nichts vor nach der Show. Naja, da war noch diese andere Tussi da drüben, die irgendwie schon was wollte. Aber ich meine, du kannst da dazukommen, ist okay. Wieder. Hallo,